Ich bin's wieder, Chris, und willkommen zur 57. Folge unserer Serie Weg zum Twitch Affiliate. Ja, danke auch an unseren neuesten Abonnenten, Kohorte Duisburg. Cool, dass du dabei bist. Und ja, ich will euch jetzt mal zeigen, wie ihr bei Twitch, eben, wenn ihr schon Twitch Affiliate seid, Umfragen machen könnt in eurem Livestream, direkt während ihr live seid. Oder eben, wie es bei Twitch heißt, genau, um genau zu sein, Abstimmung, aber es sind Umfragen. Ja, und dann gucken wir uns das gleich mal an. Also, es geht wieder über das Creator Dashboard. Wir gehen also bei Twitch auf unser Profilbild. Wir gehen auf Creator Dashboard. Wir noch mal ganz kurz hier in einem Fenster öffnen. So, jetzt da. Und jetzt sind wir hier im Stream Manager. Und jetzt haben wir hier wieder die Bereiche halten. Jetzt haben wir hier den Bereich Abstimmung verwalten. Und da könnt ihr das Ganze eben machen. Falls der bei euch noch nicht da ist, könnt ihr den hier mit dem Plus hinzufügen. Könnt ihr den suchen. Hier ist es. Bei deine Community vergrößern. Abstimmung verwalten, fragt deine Community etwas und dann könnt ihr das hier hinzufügen. Ich habe es hier schon hinzugefügt. Ja, dann gehen wir drauf, Abstimmung verwalten. Ja, hier seht ihr jetzt noch eure letzte Abstimmung, falls ihr schon eine gemacht habt. Könnt ihr euch da auch nochmal die Ergebnisse angucken. Da seht ihr hier genau, wie viele Zuschauer für was gestimmt haben. Ja, das war jetzt hier eine Testabstimmung, die ich ja, gerade eben davor gemacht habe. Ich habe eben das Video schon mal aufgenommen, aber vergessen, mein Mikrofon anzumachen. Passiert. Ja, deswegen jetzt, ja, und dann könnt ihr hier auf neue Abstimmung gehen. Könnt ihr halt eine neue Abstimmung erstellen. Ja, ich habe das Creator Dashboard hier immer während des Livestreams, während ich streame, immer mit offen, sodass ihr halt während des Livestreams einfach hier eine Frage stellen könnt. Ja, und dann könnt ihr halt einfach eure Zuschauer sowas fragen wie, zum Beispiel, was sollen wir als nächstes spielen? Können dann hier bis zu 5 Antwortoptionen eingeben. Und ja, hier könnte man noch zusätzliche Abstimmungen zulassen mit Bits und Kanalpunkten. Ja, habe ich noch nie genutzt und brauche ich auch nie. Ansonsten bei der Dauer könnt ihr jetzt halt 1 bis 10 Minuten festlegen. So lange soll halt dann die Umfrage gehen, bis die Ergebnisse eben feststehen. Ja, wenn ihr natürlich schon viele Zuschauer habt, dann reicht natürlich 1 Minute. Wenn ihr noch nicht so viele habt, dann könnt ihr natürlich auch zum Beispiel 5 Minuten nehmen, dass da auch ein paar Leute auch abstimmen, ein paar Zuschauer, und dass das Ergebnis dann auch aussagekräftig ist. Ich nehme jetzt mal 1 Minute als Beispiel. Ja, dann geht ihr auf Umfrage beginnen und dann sehen wir hier auch schon im Creator Dashboard, dass die Umfrage läuft. Hier läuft der Balken runter, so viel. Da seht ihr, wie lange die Umfrage noch geht, die Abstimmung. Hier könnt ihr euch jederzeit die aktuellen Ergebnisse ansehen, also wie es aktuell aussieht. Und hier könnt ihr die Abstimmung auch schon vorzeitig beenden. Hier könnt ihr die Abstimmung auch wieder löschen. Ja, im Twitch-Livestream ist jetzt das Coole, sehen halt eure Zuschauer direkt im Chat die Abstimmung. Also es sieht halt wirklich jeder. Und somit kann auch jeder direkt hier dran teilnehmen, kann hier auf den Pfeil klicken, kann sich für eine Option entscheiden und dann eben abstimmen. Zack, und dann sehen eure Zuschauer auch direkt, wie es gerade steht, wie viele Leute für welche Antwortmöglichkeit abgestimmt haben. Genau. Hier sehen wir jetzt auch, dass ich abgestimmt habe. Und jetzt tun wir die mal vorzeitig beenden, die Abstimmung. Zack. Und wir sehen auch im Chat hier, der Gewinner steht fest, wird grün markiert und kriegt einen Pokal. Und da sehen halt alle eure Zuschauer, welche Option jetzt gewonnen hat. Ja. Und ich kann euch nur empfehlen, das Feature zu nutzen. Das ist richtig cool. Ich habe es auch schon öfter benutzt. Einfach um eure Zuschauer halt mitentscheiden zu lassen. Und ja, wenn manchmal hat man ja auch so Fragen und würde gerne seine Zuschauer da auch mit einbeziehen und so, könnt ihr halt dann genau eine Entscheidung zusammen mit euren Zuschauern treffen. Das ist einfach super, eben ja, um die mit einzubinden und ja, dass hier halt, dass hier ein wirkliches Wir-Gefühl entsteht und ja, somit interagiert natürlich eure Community, eure Zuschauer auch gut mit euch und ihr mit ihnen, und das ist eine super Sache. Deswegen ist es ja auch im Creator Dashboard bei deine Community vergrößern drin, weil es eben echt gut ist, um seine Community zu stärken und weiter aufzubauen. Ja, dann soll es jetzt gewesen sein.
Ich glaube, das war alles Wichtige dazu. Ansonsten, falls ihr noch Fragen habt, gern damit rein in die Kommentare. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare unten rein, ob ihr schon mal solche Abstimmungen, solche Umfragen hier bei Twitch eben gemacht habt. Wie macht ihr das so? Habt ihr da noch welche Ideen, Tipps und Tricks, was man da noch so machen könnte? Ansonsten checkt auch gerne, wie immer, gerne meine Weg zum Twitch Affiliate Playlist ab. Werde ich euch beim i wieder verlinken, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Da findet ihr eben alle möglichen Tipps und Tricks, Tutorials zu Twitch, zu Stream Elements, zu OBS, alles, was ihr zum Livestream braucht. Und auch alles, was mir eben geholfen hat, Twitch Affiliate zu werden. Ist jetzt nicht so krass schwer, so wenn ich das geschafft habe, dann schafft ihr das locker auch. Vor allem mit meinen ganzen Tutorials hier schafft es vielleicht noch ein bisschen einfacher und könnt ihr einige Fehler vermeiden. Und ja, ansonsten guckt euch auch gerne noch meine drei Online-Kurs-Booster an. Werde ich auch beim i verlinken, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Falls ihr schon öfter mal Online-Kurse gekauft habt, aber damit ja bisher kaum Erfolge hattet, so. Ich weiß, wie es am Anfang manchmal ist, nicht ganz so einfach. Da zeige ich euch halt meine besten drei Tipps, die mir halt geholfen haben, bessere Ergebnisse mit Online-Kursen zu erzielen. Und ja, genau, dann würde ich jetzt sagen, war's das für dieses Video. Und ja, bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Chris.